Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Arbeitsleben in Frankreich. Das Erste, was ihr wissen solltet, ist, dass es in Frankreich eine 35-Stunden-Woche gibt, im Gegensatz zu Deutschland, wo man im Normalfall 40 Stunden arbeitet. Ich persönlich finde das ganz angenehm, 35 Stunden die Woche zu arbeiten, aber gleichzeitig sind dadurch die Gehälter natürlich auch ein wenig niedriger als in Deutschland. Als nächstes solltet ihr wissen, dass 60-70% des französischen Arbeitsmarktes unsichtbar sind. Das bedeutet, dass diese Stellen nicht ausgeschrieben werden auf Indeed oder anderen Plattformen, sondern intern oder über Kontakte vergeben werden. Auch sehr üblich ist es, eine Initiativbewerbung zu schreiben. Also wenn ihr einen Job sucht und ihr findet ein interessantes Unternehmen, dann schickt einfach mal eine Bewerbung hin, auch wenn gerade keine Stelle ausgeschrieben ist. Leider ist es in Frankreich gar nicht so leicht, einen Job zu finden, da dank der Wirtschaftskrise Frankreich immer noch ein bisschen schwächelt auf wirtschaftlicher Ebene. So beträgt die Arbeitslosenquote zurzeit etwa 8,5%, im Gegensatz zu Deutschland, wo es nur 3,1% sind. Vor allem junge Menschen haben es sehr schwer. Die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich beträgt 20%, im Gegensatz zu Deutschland, wo nur etwa 8% der Jugendlichen arbeitslos sind. In Frankreich gibt es weniger prekäre Arbeit als in Deutschland, was daran liegt, dass es schon seit Jahrzehnten den sogenannten SMIC, den Mindestlohn, gibt. SMIC steht für Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Ein sehr langer Begriff, der auf Deutsch übersetzt in etwa bedeutet wachstumsorientierter berufsgruppenübergreifender Mindestlohn. Der Mindestlohn beträgt in Frankreich zurzeit 10,03 Euro pro Stunde, in Deutschland nur 9,19 Euro. Nun ist der Mindestlohn in Frankreich höher, natürlich sind aber auch die Lebenshaltungskosten höher und allgemein müsst ihr damit rechnen, dass ihr in Frankreich eher weniger verdient als in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass man in Frankreich nicht auch gut leben kann. Es gibt dafür viele andere Benefits der Unternehmen, aber ihr könnt nicht unbedingt mit deutschen Gehaltsvorstellungen nach Frankreich kommen. Dann finde ich es sehr wichtig zu wissen, dass Franzosen ziemlich diplomfixiert sind. Das heißt, die meisten Leute haben exakt das Fach studiert, was sie dann auch später als Beruf ausüben. Es gibt relativ wenige Quereinsteiger und es ist nicht unbedingt einfach, sich auf eine Stelle zu bewerben, wenn man nicht exakt auf sie passt. Aber ihr solltet es auf jeden Fall trotzdem versuchen, denn in den letzten Jahren gibt es so ein paar Tendenzen, dass der Arbeitsmarkt sich hier etwas öffnet. In Frankreich ist es sehr schwer, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Insgesamt sind etwa 70% aller in Frankreich abgeschlossenen Arbeitsverträge befristet. Befristete Arbeitsverträge nennt man CDD, Contrat à durée déterminée. Und ein unbefristeter Arbeitsvertrag, von dem alle Leute träumen, ist ein sogenanntes CDI, ein Contrat à durée indéterminée. Meistens, wenn man eine neue Stelle beginnt, bekommt man erstmal ein CDD und erst nachdem man sich dann immer wieder bewiesen hat, verdient man sich endlich sein CDI. Ein sehr krasser Unterschied zu Deutschland ist, dass es in Frankreich oft eine sehr lange Mittagspause gibt. So hatte ich zum Beispiel schon mal eine Mittagspause von 1,5 Stunden und es gibt sogar Leute, die 2 Stunden Mittagspause haben. Das liegt daran, weil Franzosen sich oft sehr gerne gut gehen lassen in der Mittagspause und zum Beispiel ins Restaurant gehen mit 3-Gänge-Menü. Und Franzosen trinken in der Mittagspause auch Wein, was bei uns, glaube ich, ein absolutes No-Go wäre. Aber Wein wird hier nicht wirklich als Alkohol angesehen und das ist schon okay. Der Grund, warum Franzosen in der Mittagspause so gerne ins Restaurant gehen, ist übrigens, dass sie meistens sogenannte Tiki-Resto haben. Die habe ich, glaube ich, schon in ein paar anderen Videos erwähnt. Das sind sogenannte Essensgutscheine. Davon wird ein großer Teil vom Arbeitnehmer finanziert und ein kleiner Teil wird euch vom Gehalt abgezogen, ist aber dadurch auch steuerfrei sozusagen. Und damit könnt ihr dann mittags essen gehen. Dieses Tiki-Resto hat meistens einen Gutschein von etwa 8 bis 9 Euro. Und dann müsst ihr eventuell noch ein bisschen was draufzahlen, aber auf jeden Fall zahlt ihr nicht so viel für euer Mittagessen. Ihr könnt damit aber auch im Supermarkt einkaufen gehen, was sehr viele Leute machen. So, meine Lieben, das waren ein paar Unterschiede zwischen dem Arbeitsleben in Deutschland und Frankreich. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ganz viele von euch haben mir immer noch kein Abo dagelassen, obwohl sie regelmäßig meine Videos gucken. Wenn ihr noch Kommentare habt oder Fragen, dann lasst es mich gerne unten wissen. Und dann sage ich euch tschüss, au revoir, à la prochaine!